Sie kommen von meinem Schwager? Nein, von Herrn Haslinger. Haslinger? Ja, er sagt, er wäre Ihr Freund. Haslinger? Ach so, ja, der gute alte Haslinger. Ja, wir waren zusammen beim Militär. Ihr sagte bei den Pfadfindern. Wir waren überall zusammen. Ja, haben Sie schon mal in einem Büro gearbeitet? Nein. Tja, dann müssen wir es eben einmal versuchen, nicht? Kann doch einem guten alten Freund wie dem, wie heißt er noch? Haslinger. Haslinger, keine Bitte abschlagen. Wir waren zusammen auf der Uni. Ich dachte bei den Pfadfindern und beim Militär. Auch. Wir waren überhaupt nicht zu trennen voneinander, ja. Ja, also wenn Sie noch nie in einem Büro gearbeitet haben, dann wirkt sich das natürlich auf Ihr Gehalt aus. Meiner letzten Sekretärin habe ich 1500 Mark monatlich bezahlt. Wären Sie mit 2000 zufrieden? 2000? Aber ich sagte Ihnen doch, dass ich von dieser Arbeit nichts verstehe. Na ja, das ist es. Ja, je weniger man von einer Arbeit versteht, desto schwieriger ist sie. Ja. Sprechen Sie Fremdsprachen? Nein. Sie meinen, außer Deutsch sind Ihnen sämtliche Sprachen fremd. Naja, Ihre Arbeit ist nicht schwer. Sie übernehmen mein Telefon, setzen meine Termine fest, begleiten mich auf meinen geschäftlichen Besprechungen. Haben Sie einen Freund? Nein. Das ist gut. Nicht, dass es mir etwas ausmachen würde, wenn Sie einen hätten, aber es könnte sein, dass wir gezwungen sein könnten zu übernachten. Ich verstehe. Ja. Können Sie Maschine schreiben? Ein bisschen. Und stenografieren? Auch, aber das geht dann bedeutend langsam. Naja, wir haben ja Zeit. Können Sie ein Farbband einspannen? Nein. Hm. Naja, das macht nichts. Paderewski konnte auch kein Klavier stimmen, ja. Also schreiben wir mal ein kurzes Briefchen miteinander. Bitte setzen Sie sich zur Maschine. Ja, spannen Sie einen Bogen ein, nur so zur Probe. Ja. Ja. So. Können wir? Bitte? An die Firma Kreisler und Block. Was suchen Sie? Das A. Das A. Das müsste da sein. Da ist es. Hat sich versteckt. Wie weit sind wir? An die Firma Kreisler und Bock. Block. Block. Auf Ihr Schreiben vom 8. dieses Monats teile ich Ihnen mit. Sie haben die schönsten Hände, die ich je gesehen habe. Sie behaupten, dass der Posten Seide, den wir Ihnen geliefert haben, schadhaft sei. Das bestreite ich. Ja, schauen Sie mich nur an mit Ihren schönen großen Augen. Da unsere Geschäftsbeziehung zu kurz ist, um die Ware einfach umzutauschen, mache ich Ihnen folgenden Vorschlag. Wollen Sie mit mir essen gehen? Ich kenne hier ein kleines, exklusives Restaurant. Schicken Sie die Seide her. Die kleinen Leberfleckchen, die Sie hinterm Ohr haben. Süß, 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 süß. Ich werde sie mir noch einmal genau ansehen. Haben Sie alle?